Kapitel 5, Seite B. Willkommen zurück, Alex. Und es fängt von vorne an. Willst du über deine Zeit in Colorado sprechen? Okay. Fangen wir doch mit etwas Positivem an. Was hast du aus deiner Zeit in Haven Springs gelernt? Ja, Freunde, damit herzlich willkommen, wo ich hier loslege zum letzten finalen Kapitel von Life is Strange, True Colors. Ja, wer das letzte Kapitel gesehen hat, so langsam wird's eng und es verdichtet sich alles. Ich denke mal, das ist das letzte Kapitel. Und ja, lasst uns spielen. Viel Spaß dabei. Ja, was habe ich gelernt? Keine Angst vor Emotionen zu haben. Definitiv, auf jeden Fall. Ich habe gelernt, Gefühle zuzulassen. Denke ich. Und das, ohne Angst davor zu haben. Könnte man behaupten, dass diese alten Ängste begründet waren? Was resultiert aus dieser Spannung? Ich meine, ich bin stolz, dass du es versucht hast. Du hast einigen Menschen geholfen, warst einem Geheimnis auf der Spur. Hast vertrauensvolle Freunde gefunden. Aber Alex, jetzt stehst du wieder ganz am Anfang. Nein. Nein. Ich gehöre nicht hierher. Wenn das wahr wäre, Alex, wüsstest du, dass du nur mit einem Stuhl sprichst. Genau. Okay. What the fuck? Ja, genau. Ich hab keine Ahnung. Hey, meine Gitarre. Klopf, klopf. Chen? Mein Gitarrenkoffer hat noch nie von mir gehört. Sicher. Ja, ist ja klar. Du bist in der Zeit vorher. Hm. Okay, wir brauchen eine Kombination. Sehe ich so aus? Wirklich? Ups. Die Tür kann ich mit Sicherheit nicht öffnen. Ich glaube, das bin ich. Fall Nummer 53322. Die Kombination für den Koffer? Alexandra Alex Chen, 21, weiblich. Emotionale Instabilität. Gelegentliche Wutausbrüche, Halluzinationen visuell, Halluzinationen oral. Wahnhafte Ideenbildung, Depression, Beklemmung. Dass man sie wo hineinwirft? Okay. Anmerkung.
Alex erlebt die detailreiche und robuste Wahnvorstellung, dass sie die Emotionen anderer Menschen lesen kann und glaubt, dass sie aufgrund dieser Fähigkeit auf einzigartige Weise dafür gerüstet ist, anderen beim Überwinden ihres emotionalen Traumas zu helfen. Es fällt schwer, die Ironie zu übersehen, dass jemand, der so dysfunktional wie Alex ist, die Rolle des emotionalen Betreuers einnimmt. Wäre es nicht unter meiner Aufsicht zurückgekehrt, wäre es nicht übertrieben anzunehmen, dass ihre waghalsigen Versuche, ihre Freunde und Familie zu reparieren und zu Verletzungen geführt hätten. Ich glaube, dass Alex' Wahnvorstellungen eine Bedrohung für ihr Wohlergehen sowie das andere sind. Daher empfehle ich, dass Alex in eine endlose Grube geworfen wird, dass ihre Knochen an jedem vorstehenden Brett im übrigen Ziegel brechen, bis sie in der Dunkelheit unter der Welt in Vergessenheit gerät. Dies ist meiner professionellen Meinung nach das menschlichste Vorgehen für sie. Okay. Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Nach all dem, was passiert ist, will ich nur, was das Beste für dich ist. Also ich weiß, dass das nicht real ist. Das kann nicht real sein. Die gehören nicht, Dr. Lin. Nein. Das ist ein Wirbel. Wir haben bestimmt den Asthma. Da ist nicht mal ein Nagel in der Wand. Okay. Hört die Uhr? Wieso hat sich jetzt das Handy gemeldet? Okay. Eine vermisste Patientin hört auf Alex, sie hat immer wieder an der Tür gekratzt und versucht rauszukommen, aber sie wurde entkrallt. Also ist ihre Fähigkeit, sich selbst zu versorgen, minimal. Falls ihr sie seht, seid vorsichtig und wenn ihr euch nähert. Sie wird freundlich und normal erscheinen, doch sie ist in der Vergangenheit eine Verhaltensstörung. Sie hat in der Vergangenheit eine Verhaltensstörung gezeigt. Bitte helft mir, meine Patientin zu finden. Ich mache mir wirklich Sorgen. Die Antwort wurde deaktiviert. Wie bin ich überhaupt wieder hier gelandet? Das frage mich auch. Peter heißt halt in Oppenheim willkommen. Wir freuen uns, sind aber nicht überrascht, dass Alex sich erneut in der lächerlichen und in unentrinnbaren Umarmung unserer Einrichtung wiederfindet. Wir machen erstmal die Gitarre auf, bevor wir hier rausgehen, weil das passiert schließlich nicht mehr. Oh Gott. Hier war das 5:33:22, ne? Ist kaputt. Funktioniert die jetzt?
Streifschuss. Okay. Okay, wir sind wieder am Anfang. Ja. Psst. Alex. What the fuck? Gabe. Du bist tot. Und? Viele Leute sind tot, Alex. Die meisten. Wo sind wir? Sieht aus wie ein Krankenhaus. Dr. Mendes auf die Intensivstation. Dr. Mendes auf die Intensivstation. Ja, ist ein Krankenhaus. Gabe. Also, was ich weiß, ist... Du bist 10, ich bin 14. Unsere Mutter ist krank. So wie unser Vater, aber das ist eine andere Art Krankheit. Spiel deine Rolle. Was? Au! Gabe, warum? Ich habe nichts getan. Hör auf! Hört auf damit. Papa. Benehmt euch. Alex, sieh nach deiner Mutter. Okay. Sie war direkt da drüben und hat auf mich gewartet. Okay. Wir schauen wie immer alles an. Dass wir irgendwas da ist es. Das Bild, das mir beigebracht hat, dass Kunst manchmal scheiße ist. Wir konnten uns eigentlich kein Einzelzimmer leisten. Wir hatten einfach Glück. Gabe und ich haben hier nach der Schule immer Animes geschaut. Mama hat immer mit ihren Schlüsseln gespielt, wenn sie sich Sorgen gemacht hat. Gabe, Alex, ihr müsst ganz genau zuhören. Wir haben beängstigende Neuigkeiten und ich werde etwas Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Was? Mama? Geht's dir gut? Shh, ganz ruhig. Alles wird wieder gut. Hörst du? Die Dinge werden sich ändern. In diesem Zimmer war es immer viel zu heiß. Ich sollte den Dialog mal laufen lassen, ne? Mit.
Ich erinnere. Na? Ich muss das spielen. Zeig mir die okay. Wie viele Nächte Papa in diesem Zimmer verbracht hat. Er musste auf einem unbequemen Stuhl schlafen und es gab jeden Abend nur Essen aus dem Automaten. Es hat was Beängstigendes und Seltsames, den eigenen Vater weinen zu sehen. Ja. Mama, jedes Mal hatte ich Angst, dass ich sie zum letzten Mal sehen würde. Hi, Mom. Mom? Mom? Ich habe eben Frauschen gelesen statt Frauschen. Leider Wortwitz an der Stelle. So ein mutiges Mädchen. Wie bist du nur so mutig geworden? War das wirklich so? Hast du nicht etwas vergessen? Ich habe nichts getan. Hör auf! Hört auf damit! Papa! Benehmt euch! Was? Und ich lebe in der Zeitschleife. Alex, sieh nach deiner Mutter. Herrschen und Frauen. Okay. Okay. Was habe ich übersehen? Moment. Habe ich was verpasst? Da hinten ist noch Wasser. Das hat vorhin nicht geleuchtet. Egal wie viel Mama getrunken hat, ihr Hals war immer trocken. Kann ich was mitnehmen? Egal wie viel Mama getrunken hat, ihr Hals war immer trocken. Ich muss jede Erinnerung... Ah, Zeitschrift. Wir haben so viel Zeit hier verbracht, dass ich irgendwann jeden Artikel auswendig konnte. Gabe meinte, der wäre voller Nadeln. Das hat mir mega Angst gemacht. Okay. Sie ist genau dahinter. Hi, Mom. Mom? Mom? Wasser, Alex. Hol ihr etwas Wasser. Fast nie geweint. Selbst als du ganz klein warst. Weißt du das? Das war meine größte Herausforderung mit dir. Wie kümmert man sich um jemanden, der schon so stark ist?
Ein starkes Mädchen. Ich will, dass du mir etwas versprichst. Dein Bruder, dein Vater, sie werden dich brauchen. Sei stark für die beiden. Wirst du das für mich tun, Alex? So ein mutiges Mädchen. Wie bist du nur so mutig geworden? Schon heftig, das alles nochmal mitzuerleben. Hier ist noch nicht zu Ende. Zu Hause. Zuzu? War das euer letztes Gespräch? Mom. Ich glaube schon. Vermisst du sie? Was ist das für eine bescheuerte Frau? Gabe, was passiert hier? Du bist 11. Ich bin fast 15. Papa und ich sind Zeitbomben. Du rennst hin und her und versuchst ständig, uns beide zu entschärfen. Das wird jetzt richtig beschissen. Spiel deine Rolle. Es gab nur eine Sache, die man tun konnte, wenn sie so drauf waren. Die Musik aufdrehen und es abwarten.
Alex? Hey. Ist okay, ich bin's. Du weißt schon, dass das anders war, oder? Okay, jetzt haben wir wieder. Es war mein Job, den Frieden zu bewahren. Aber ganz egal, was ich tat. Gabe hat Son of Lad geliebt, als es noch ein Indie-Comic war. Mir war der aber ein bisschen zu blutig. Die Killer Mistress Gitarren-Tabs in diesem Buch sind nicht mal annähernd richtig. Was interagieren kann. Oh. Ich wusste nicht mal, was das Jugendamt war. Nur, dass ich Angst davor hatte. Hey, Gabe. Ich bin Leslie Halloran und arbeite für das Jugendamt von Oregon. Man hat uns angerufen, weil es bei euch einen Streit gab. Ist dein Vater zu Hause? Oh Gott, wissen Sie was? Wir waren... Ja, das war nur eine Probe. Wir spielen ein Stück in der Schule. Und mein Vater hat mir geholfen, meine Zeilen zu lernen. Das scheint ja ein wildes Stück zu sein. Solltest du mal was brauchen, steht hier meine Nummer, ja? Ich brauche ein Telefon. Wasserflecken. Okay. Das Einzige, was ich normal kann, ist die scheiß Tür öffnen. Wo gehst du hin? Wirst du es ihr sagen? Oder muss ich es tun? Sei doch nicht so laut. Gut, ich mach's. Alex, Dad ist seinen Job los. Schon wieder. Und wir sind pleite. Schon wieder. So redest du nicht mit mir. Du glaubst alles zu wissen, aber du weißt längst nicht alles. Denkst du, ich hab mich selbst entlassen? Es ist okay. Wir kriegen es hin. Ich könnte... Keine Ahnung, Dad. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Wir müssen essen. Wir können ein paar Platten verkaufen. Oder was ist mit meiner Gitarre? Alex, was ist nötig, damit du endlich aufhörst, ihn zu verteidigen? Wenn deine Mutter dich sehen könnte. Lass Mom da raus. Gabe! Ja. Hör auf, sie dauernd als Ausrede zu benutzen, um dich wie ein Stück Scheiße zu verhalten. Fass mich bloß nicht an! Verdammt nochmal! Scheiße. Alex! Mir geht's gut. Es ist okay. War ein Unfall. Alex, ich wollte dich nicht... Papa, es ist okay. Wirklich. Ich bin nicht verletzt. Ich schaff das alles nicht mehr. Papa? Bald kommt jemand vorbei. Diese Frau vom Jugendamt. Schon bald. Da wurden sie getrennt. Papa! Es tut mir leid.
Meldung von der Mutter?